willkommen zum... Hier zur Arbeit und sie herzubringen, eine Schande, sie jetzt zu retten. Da hast du recht. Ja, willkommen zu Wildlands. Und wir müssen diese Biatch retten. Pinches puñeteros. Mega santa muerte de Kinder Jenner, die mich hassen, bis sie in die dritte und vierte Generation strafen. Und jetzt? Und jetzt? Ach, lass mich raten, ich muss alle töten. Na gut. Dann töte ich nochmal die zwei da oben. Alles gut, alles gut. Ja, natürlich ist alles gut. Ihr Leutnant flieht. Ja, weil die schon immer noch blinken. Ohne jeden Grund. Weil jetzt bin ich ja nicht mehr gejagt, ne? Benutze sie Ablenkung, um Feinde in der Nähe. Wir haben sie aufgescheucht. Das ist so ein Schmodderschmarrn. Das ist ein Bug. Ein verdammter Bug. Bugs Bunny. Naja. Ist immer nicht so hell. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Oh. Runter, alle runter. Heli! Hoffentlich fliegt er jetzt einfach einfach weg. Ich kann ihn halt noch hören. Ist immer noch, ne? Ja. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Dann oldschool. Da hinten ist noch irgendjemand. Ganz ehrlich, ihr dürft mal den da töten. War den. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. So, ach. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Roger, Ziel markiert. Warte, nee, ihr tötet mal. Brauche neue Position. Alles klar, geh in Position. Okay, Ziel markiert. Das Ziel ist weg. Wunderbar. Also das ist ja ein feiner Killer bist du. So. Dann hole ich mir mal die Leutnants, damit wir nicht mehr gejagt werden, aus welchem Grund auch immer. So. Ich glaube mit B müssen wir die. Hi. Okay, alles ist gut. Pinche cabrón. Está bien, ganaron. Wir haben sie aufgescheucht. Pass, 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 bitte! Pinche cabrón. Ich muss die ja niederschlagen, weil
Der hat die ganze Zeit geblinkt. Der blinkt auch die ganze Zeit. Ja, fahr weg. Ja, nervt das. Vor allem aus welchem Grund? Silencio, marche. Alles ist gut. Pinche cabrón! Está bien, me rindo! Und jetzt? Das Blöde ist halt, der hat sich ja ergeben, quasi. Pinche cabrón! Und ich will jetzt deswegen kein schlechtes Ende oder so. Weil. Das war ja so, wenn. Wenn man Unschuldige bzw. Leute killt, die sich ergeben haben, geht man halt darüber. Dann bekommt man ja ein schlechtes Ende, ne? Krass. Das muss ein besonderes Essen sein, das fliegt. Es darf schweben. Dürfen wir jetzt endlich loslegen? Im Moment sah es ziemlich eng aus. So. Ah, hier gibt's noch Futter drin. Hey, das sind Feinde. Jo, oh. Schweres Kartell MG. Sag mir wo. Da, beim Container. Den Sniper haben wir ja schon erschossen, ne? Ja, glaub schon. Da ist auch noch mal was drin. So. Und da vorne ist noch ein Gefangener, aber ja, den lassen wir jetzt mal. Oh, falsche Richtung. Mal schauen, ob wir die dann auch töten müssen. Aber rein theoretisch müsste das ja jetzt passen, oder? Rein theoretisch natürlich. Es sei denn, die wollen, dass wir wirklich komplett alle töten. Ah. Lass mich gehen, Herejes Inmundos. Oder ist lasse Santa Muertes Zorn über euch kommen? Die Flüsse werden rot von eurem Blut und dem eurer Familien. Oh, ganz schön hart, Lady. No me lastime! Und wo? Da oben ist unser Helikopter. Nee, da in das. Das ist ein anderer Helikopter. Stimmt, wir sind ja gestorben und sind da gelandet. Müssen wir jetzt den ganzen Weg bis dahin laufen? Na dann, Lady. Dam, da, dam, 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 da, 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 la, 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 la. Und sonst so? Was läuft bei euch? Alter, wie viele Tore. Ja, jetzt heulst du rum, ne? Feinde im Bereich. Augen auf. Da ist der Sicario mit einer Minigun auf der Terrasse. Minigun. Macht, was denn meine Minigun macht. Ja, ich gehe ja schon. Hm.
Wir sind einfach zwei unschuldige Frauen und gehen in den Wald. Wir werden von drei Männern verfolgt. Das finde ich nicht ganz so toll. So. Bin mal gespannt, was wir dann mit ihr machen. Weil, also, vielleicht wollen die sie zum... Okay, alles sauber. Zum Sprechen bringen. Oh, der ist ein bisschen... ein bisschen kaputt. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Ich sitze, los geht's. Ja, der andere will nicht. Na gut. Alter. Ich glaube voll seinen eigenen Regeln. Es dann ciegos. Wenn ihr zu glauben, zu verstehen beginnt, wird es zu spät für euch sein. Mhm. Ihr glaubt, dass Waffen euch Macht über den Tod geben. Aber niemand hat Macht über Santa Muerte. Und der Tod soll nicht herrschen. Que? Que dijiste, Idiota? Ihr lasst mich gehen! Estúpidos! Aquí yo soy el poder! Ich habe Kräfte, die ihr noch nie gesehen habt! Wir wollen nur dein Leben retten. Santa Muerte wird euch und eure Nachkommen vom Erdboden vertilgen! Sorg dich lieber um deine Nachkommen. Santa Muerte hat dich verlassen. Ich will noch nicht landen, weil das ist ja lustig, was die sagt. Oder war es das schon? So, dann... Mal schauen. Santissima Muertis, mein Fels. Meine Feste, mein Erlöser. Nimm mich in die Arme. Beschütz mich vor Stürmen. Und bring deinen Zorn über meine Feinde. Wir kennen ihren Zorn, Santera. Ganz ehrlich? Nicht beeindruckend. Ich habe nichts verbrochen. Santa Muertis, mein Licht und mein Weg. Sie zu verehren ist nicht ungesetzlich. Nein, aber das Anwerben von Menschen in eine kriminelle Organisation schon. Über mich richten nur Gott und Santissima Muerte. Vielleicht im nächsten Leben. Sie wollen Absolution? Was wissen Sie über Svenio? Ich bin doch kein Judas. No te equivoques, niemals werde ich Bruder Svenio verraten. Nun, Menschen wie Sie behandelt man im Knast nicht gerade nett. Die werden Ihnen das Leben zur Hölle machen. Der Glaube lässt mich die Hölle überstehen. Hoffen wir, Ihr Glaube reicht. Denn Sie kennen noch nicht meine Hölle. Ist bekannt, wie die Sicarios reagieren? Sie fluchen, schreien und weinen. Das, was die ISL so abgefangen hat, deutet darauf hin, dass die Moral des Kartells echt am Boden ist. Tja, machen Sie weiter so. Bummenende. Wir haben einen neuen... Oh. Schande! Die ganze Welt verdammt dich! Ramons Geschichte war durchgesickert. Auch ohne Beweis war der Schaden da. Hilf mir, Padre. Es ist zu spät. Ich kann nichts mehr für dich tun. Hör mir zu, alter Mann. Glaubst du, ich könnte einem Kind wehtun, dass ich riskieren würde, mein Lebenswerk zu verlieren? Für Kleingeld? Glaubst du das wirklich? Nein, nein, tue ich nicht. Gut. Dann halte ein Messer ab. Lade die Reichen und Mächtigen Boliviens ein.
Verteidige mich gegen diese Lügen. Schwöre bei Santissima Muerte, dass die Anklagen falsch sind. Du wirst nicht kommen? Nein. Ich muss mich um etwas kümmern. Was? Gerüchte zu zerstreuen, das Kartell würde mit Kindern handeln. Und dann das letzte Bild. Ja. Wow, La Santera ist ja echt ein Original. Mit der muss ich auf jeden Fall mal ordentlich ein Leben gehen. Hier sollten Sie keinen trinken gehen. Ihre Anhänger fühlen sich verraten und sinnen auf Rache. Gut, davon wird sich Ihr Kult nicht erholen. So, Scharfschützengewehr. Schaden ist viel besser, Präzision ist in geringer Geräuschminderung. Aber, oha. Oh Mann, aber die kann ich nicht verbessern. Ja, dann ist es ja scheiße. Oh Mann. Ich dachte, wir bekommen jetzt einen coolen Sniper. Der ist zwar besser, also Schaden ist besser und Durchdringung ist besser, aber ich habe keine Geräuschminderung und gar nichts. Oh Mann, das ist ja doof. Sieht so aus, als würde es dann überhaupt keinen Sniper mehr geben. Ja, hier der da. Dragunov. Hier, das ist, glaube ich. Auch ein Sniper. Das ist ein Ultra-Sniper und das. Ja, okay, es. Oh ja. Es gibt noch so viele Waffen! Alter. Ja, okay, es. Also, das da ist jetzt weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Gebiete haben wir noch. Junge, Junge. Was ist das da? Wissen wir noch nicht. Warte, also. Das da haben wir alles gemacht, ne? Dann können wir ja den da machen. Ramon Feliz hat sich zum Whistleblower gewandelt und die Existenz eines Kinderschmugglerrings aufgedeckt. Treffen Sie ihn und finden Sie heraus, was er weiß, bevor Suenio ihn tötet. Mhm. Schauen wir nochmal das Video an. Seit er die Macht hat, ist El Suenio verantwortlich für mehr als 7000 Morde, 12000 Entführungen und 17000 verschwundene Personen. Alter. Wie kommt es dann, dass er zu den beliebtesten Leuten im Internet gehört? Ich meine, dieses Stück Scheiße hat mehr Likes als Kampf dem Krebsstiftungen. Wie ist das überhaupt möglich? Nun, ein Grund wäre Ramon Feliz, Santa Blanca Narco-Blogger. Das war nicht immer so. Früher war er mal ein richtiger Journalist, hat für eine mexikanische Zeitung über Kriminalfälle und die Kartelle berichtet. Bis die Kartelle Journalisten aufs Korn nahmen. Als sie gezwungen wurden, zwischen Berichterstattung und dem Leben ihrer Angestellten zu wählen, hörten die Zeitungen auf, über die Kartelle zu berichten. Also tauchte Ramon ab. Im Schutz der Anonymität startete er einen Blog und nahm sich Santa Blanca vor. Heftig. Vielleicht zu heftig. Suenio warb Hacker von den besten Unis an
und ließ Felice von ihnen aufspüren. Ab da ging es nur noch bergab. Heutzutage schreibt Ramon Felice nicht mehr über Santa Blanca. Ramon Felice schreibt für Santa Blanca. Tja. Erpressung, ne? Gut. Dann schauen wir mal. Das ist hier unten, in der Mitte. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns. Hier gibt es noch eine Schulterstütze. Sturmgewehr. Ich glaube, das würde ich dann zwischen den Folgen mal machen. Aber jetzt, ich meine, es klang sehr dringend, dass wir den retten müssen. Also keine falsche Müdigkeit vortäuschen. Und ab geht die Post. Ab geht die Post? Willst du abposten? Ja. 11 Kilometer. Na gut. Da 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 da. Ne 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 ne. Ramon Felix. Es dürfte sich auch als schwer erweisen, weil so ein Hacker taucht ja oft unter. Ja, wobei, also jetzt ist er ja kein Hacker mehr, sondern arbeitet in Anführungsstrichen für das Kartell. Und ja. Hui. Breite, fruchtbare Täler im Herzen des Dschungels. Bolivia. Weil wir sind ja jetzt schon bei 20 Minuten. Aber ich glaube, wir fahren da einmal hin. Fliegen da einmal hin. Und ja. Und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen aufklären. Und dann schon wieder Schluss für heute machen. Dam, dam, dam. Solche Strecken würden sich halt ja mega gut fürs Livestreamen anbieten, weil da kann man sehr viel mit den Zuschauern kommunizieren. Das würde sicher Spaß machen. Naja. Ah, das kommt ja bald. Also ein paar Streams werden auf jeden Fall für Februar, März angedacht und danach danach April kommt dann Cyberpunk 2077 und genau, und dann ja, ich muss halt schauen, dass ich halt noch so Banner und was weiß ich bekomme. Das wird nochmal interessant. Der Kruz, eine Waldprovinz, die von einem Waldbrand heimgesucht wurde. Okay. Ist der da jetzt schon? Ist ja einfach. Und da oben ist wahrscheinlich wieder Helikopter-Clown, Flugzeug-Clown. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir nähern uns Felices Haus. Beeilen wir uns, bevor ihn sich das Kartell holt. Ist da wirklich niemand?
Wahrscheinlich sobald er wieder da ist. Entweder ist er nicht da. Oder sobald er da ist, kommen ultra viele Leute. Ich glaube zweiteres. Gott verdammt, wir kommen zu spät. Felice ist tot. Oder ersteres. Alter, die haben ihnen die Lippen zuge... Warum? Also, sieht ein bisschen seltsam aus für einen Hacker. So. Ja, wahrscheinlich wurden die ganzen PCs und so weiter mitgenommen. Nee, da ist ja einer. Naja, okay. Identifiziert. Verdammte Wilde! Seine Daten sollten hier irgendwo sein. Ah, hier ist der Computer. Scheiße, die Festplatte fehlt. Bowman, Felice ist tot und die Festplatte weg. Der Mörder hat eine ziemliche Schweinerei hinterlassen. Woher wissen Sie das? Der Schwachkopf hat gerade ein Selfie von sich am Tatort getwittert. Er hat das Foto geokodiert. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sehen Sie zu, dass Sie Felice Festplatte retten, bevor sie zerstört wird. Unterwegs. Ja, was viel Wilde. Das passt ziemlich gut. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen die nächste Folge dann, ob die Festplatte noch da ist. Ach, jetzt kommen wir in ein anderes. Okay, krass. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was sind das für 4-3 Kreise? Operation Wachmann. Treffen Sie Sam Fischer um 4 Uhr. Bleiben Sie unentdeckt. Töten Sie keinen. Ah, stimmt, Sam Fischer, der Badass-Typ schlechthin, ist in La Cruz. Er braucht Ihre Hilfe bei etwas Außerplanmäßigem. Folgen Sie seinen Anweisungen und stellen Sie sich gut mit ihm. Das machen wir dann das nächste Mal. Cool. Ich dachte, die Quest ist schon vergangen, aber voll geil. Sam Fischer, yay. Wenn ihr wollt, kann ich danach auch Sam Fischer Folgen spielen. Die sind auch ziemlich cool, aber sau schwer. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.